Das ist Sarah. Sie ist 32 Jahre alt und sucht eine Stelle als Fachfrau Gesundheit. Bei ihrer Jobsuche im Internet ist sie auch auf die Webseite des SMZ Oberwallis gestoßen. Dort hat sie in der Rubrik Jobs das Menü Offene Stellen ausgewählt. Auf der neuen Seite findet Sarah verschiedene Stellenausschreibungen, so auch die für die Pflegefachperson, welche für die Spitex FISP Stalden gesucht wird. Sie hat die entsprechende Stellenausschreibung aufgerufen und durchgelesen und entscheidet sich dafür, dass sie sich vorerst nicht auf diese Stelle bewerben will, da das Anforderungsprofil für diese Stelle nicht ganz ihren Vorstellungen entspricht. Aber das SMZ Oberwallis interessiert sie sehr als Arbeitgeber und deshalb schaut sie sich bereits heute einmal an, wie man sich online beim SMZ Oberwallis bewerben kann. Deswegen ruft Sarah auf der Seite mit der Stellenbeschreibung durch einen Klick auf den Button Jetzt bewerben die entsprechende Seite auf und sieht, dass man als Bewerber nur ein kurzes Formular ausfüllen braucht. Anschließend kann man auf derselben Seite noch ganz bequem sein Motivationsschreiben, den Lebenslauf, die Arbeitszeugnisse und die Diplome hochladen und sendet anschließend durch Klick auf den Button Senden die Online-Bewerbung ab. Ganz einfach. Da Sarah nun nicht auf Anhieb die gewünschte Stellenausschreibung gefunden hat, entscheidet sie, sich über die Startseite der Stellenbörse des SMZ Oberwallis beim Stellenabo anzumelden. Dies ist kostenfrei und erfordert keine Registrierung. Sarah braucht lediglich den gewünschten zukünftigen Arbeitsstandort, ihre Karrierestufe und den gewünschten Tätigkeitsbereich auswählen sowie ihre E-Mail-Adresse eingeben. Und schon erhält sie fortan automatisch immer eine Benachrichtigung in ihr E-Mail-Postfach, sobald das SMZ Oberwallis wieder jemanden im Bereich Fachpersonal Gesundheit anstellen möchte. Darüber hinaus und um ihr Glück in die eigene Hand zu nehmen, entscheidet sie sich auch noch dafür, eine Spontanbewerbung an das SMZ Oberwallis zu senden. Hierfür ruft sie auf der Startseite der Stellenbörse mit einem Klick auf Spontanbewerbung die entsprechende Formularseite auf. Auf dieser Seite füllt sie alle Felder aus und lädt die erforderlichen Dokumente hoch. Schon ist die Spontanbewerbung fertig und kann mit Klick auf den Button Senden an die Personalabteilung des SMZ Oberwallis geschickt werden. Und nun heißt es für Sarah abwarten und Tee trinken, ob sie Erfolg haben wird. Wir drücken ihr jedenfalls beide Daumen.